Sojamilch, Leute. Ach, da seid ihr ja. Der war richtig schlecht, Leute. Aber jetzt suchen wir uns den Herr Bergmann. Er hat sich einmal versteckt. Aber wo ist der Herr Bergmann? Wo ist er? Wir haben Spaß in Rewe. Hallo? Wir sind nämlich gerade einkaufen. Und ja, Herr Bergmann ist jetzt hier. Und nicht einfach nur zu Besuch, denn Herr Bergmann wohnt jetzt hier. Geil, oder? Herr Bergmann wohnt in Köln. Ja, heute eingezogen. Ab heute. Und Patrick ist auch noch da. Paluten ist noch zu Besuch. Hallo. Wann fährst du? Guten Tag. Ich bin am Freitag wieder. Endlich. Boah, Alter. Nervensäge. Dann ist ja noch die liebe Sturmwaffel. Bonjour. Und sein Bruder, hallo. Hi. Der ist kein YouTuber. Das gibt's auch noch heutzutage. Das gibt's auch noch. Ja, könnt ihr gucken, aber ist so. Die 13. Mich kotzt das an! Digga. Nee, ganz ruhig bitte, ganz ruhig. Könnt ihr euch aussprechen? Nee. Die Tür ist offen. Patrick. Die Tür ist noch offen. So geht das nicht. Ey, sorry. Wieso gehen wir denn nicht? Ey, mach El Gore nicht unglücklich. Mach zu jetzt. Also ich will trotzdem so. Du machst das jetzt zu. Patrick! Patrick! Wenn der Papa sagt, hör auf, dann. Du machst das jetzt zu. Du legst ihn wieder zurück. Patrick, hast du so viel Taschengeld? Hast du so viel Taschengeld? Nein. Du weißt, du hast dein Geld schon ausgegeben für das kleine Playmobil-Auto. Er hört auch nicht, ne? Patrick, ich ruf die Bullen, ohne Scheiß. Möchtest du wieder einen Schritt? Erzähl mal, was ist denn jetzt hier falsch gelaufen? Ich denke mal Drogen, ne? Also ich habe die ganze Zeit nur gesoffen, ich war nie da für ihn. Aber gut, ich habe auch viel erlebt, Vietnam, halt 63, weißt du ja. Und dann Billy, weißt du, er wollte ihm die Schuhe putzen und ich sag noch Billy... Da gucken Drähte raus aus dem Schuhputzkasten. Mach mal aus, bitte. Ja, mein Vater, der hat leider ein paar ernste Probleme. Der hat hier, ne? Kennt ihr ja. Ich meine, ne? Das hat er das... Weiteres Mal bewiesen. Also ich meine, du könntest das jetzt nochmal... Papa, hast du nochmal eine Erklärung? Ein Endstatement? Das ist ein kleines Stück Scheiße. Weißt du, Simon, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Bleib einfach dran, okay? Bleib einfach dran. Bleib einfach dran, Simon. Bleib dran. Okay. Einfach dranbleiben. Nein, nicht bei mir. Einfach... Einfach dranbleiben. Okay. Digga. Gleich stirbt der Bär. Ich weiß es. Ihr seht Simon lächelt gerade, ihr seht es nicht, aber er freut sich richtig, mich zu sehen. Komm mal her jetzt. Komm, mach das blöde Ding aus. Jetzt nur wir beide. Komm. Oh ja. Hm. Ey, mach die Kamera aus. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Herr Bergmann ist hier nach Köln gekommen, relativ spät abends, und er hat noch kein Bett und noch keine Matratze, nichts. Er weiß nicht, worauf er schlafen kann. Deswegen versuchen wir jetzt irgendwelche Milchpackungen oder so Lebensmittel zu holen, auf die er sich dann legen kann. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal. Patrick, Kissen haben wir schon mal. Perfekt. Okay. Passt du hier rein? Teste mal. Soll ich mal testen? Teste ja, mal. Guck mal, ob du ganz reinpasst, wie so ein Hundekörbchen. Ja, warte. Kurze Hose hochziehen. Kann ja auch. Nee, ich will mit dem Kopf zuerst. Nee, ich glaube, ja. Du sollst auf deinen Vater hören. Ja, passt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Warte. Zudecken noch, zudecken. Ich mach nur einmal Kopfkissen hier. Hier. Leg dich da hinten. Warte, Vorsicht. Genau so. Du musst deinen Nacken entlastet werden. Entspann dich. Okay. Aber so ist eigentlich echt bequem, oder? Ja. Kannst du bitte aufhören, mich anzufassen? Deine Haare riechen ganz gut. Was machst du denn da rein? Das willst du nicht wissen. Der war der Libert. Und jetzt geht das mit los hier und zack. Hallo, was ist da los? Paluten klaut bei Rewe WhatsApp. WhatsApp? Das kommt bei Mr. Trashback aber als nächstes, du. Das ist nicht unwahrscheinlich. Wir müssen jetzt mal kurz mal ein bisschen aufräumen. Aber das muss er natürlich auch zeigen, denn es gehört auch immer zum Spaß, immer auch wieder die Ordnung. Hier ist sogar ein Netto. Guck, wir tun nicht nur irgendwie Quatsch machen, sondern wir machen auch was für die Gemeinheit, für die Gemeinschaft. Denn wir machen zwar Quatsch, aber wir sind nicht asozial. Ja doch, ich schon. Ich will, das wissen die Leute. Das will ich nicht abstreiten, ne? Oh, warte mal. Ey, Simon, ich bin draußen, hier das Ding zu ziehen. Das hier? Ja. Dann geht die Tür auf. Mach mal. Nein! Oh, Entschuldigung. Das war aus Versehen. Geh mal rein. So, jetzt sind wir in Tims Wohnung, die wir allerdings noch nicht zeigen, denn das ist ja ein Geheimnis. Denn du machst ja irgendwann eine Roomtour, oder? Ja, wenn das ja alles eingerichtet ist, ne? Also momentan haben wir hier
noch nicht so viel. Ey, wenn ihr jetzt die Kamera drehen würdet, also das wäre schon Hammer. Wenn schon so ein Vorzeichen. Oh, ja, seht ihr das? Das ist ganz geil, oder? Ja, das Hand ist geil. Das ja, ist richtig ja, cool. Also, ja, auf Skala von 1 bis Geilo. Ja. Ist auf jeden Fall geil, Mathe. Wir sind hier alle und wir haben uns hier mit unserem schönen Meinrad Flaschenöffner, halt ihn mal ins Bild. Und schön, alle schön am Saufen. Hier Fritz Limo. Ja. Ja. Oh, guck mal hier, was ich hier habe. Ich habe hier auch Fritz Limo. Und, ja. Und was hat Sturmwaffel? Ich muss mal kurz hier. Fritz Limo habe ich mir gekauft. Achso, was hat der Paluten denn? Oh ja, hier Fritz Limo. Danke Fritz Limo für dieses tolle Produkt. Super toll. Wie viel Geld kriegen wir dafür? Für jeden, der es gezeigt hat, 1000 Millionen Euro. Pokédollar. Pokédollar, genau. Für die neue Pokémon-Edition. Wir kriegen Pokédollar. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, uns beim Einkaufen zu begleiten. Und dann würde ich einfach sagen, Tim. Der liebe Herr Bergmann hat das letzte Wort. Ich freue mich, dass nach dem ganzen Stress, den ich leider nicht dokumentieren konnte, weil er so viel Stress war, dass wir endlich angekommen sind hier. Stress ne? war heute auf jeden Fall das richtige Stichwort. Ja. Und ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich bin gespannt, was passiert jetzt. Und ich vermisse Hamburg, aber ich freue mich auch auf Köln. Und gib mir einen Kuss. Nee, das nicht. Den musst du dir verdienen. Nur weil ich jetzt hier in Köln bin, heißt es nicht, dass ich alles mitmachen muss, Alter. Okay. Bis später. Tschüss. Mann, nein, warte mal. Das soll noch nicht vorbei sein, das ist ganz so schön. Das muss ich mal kurz. Nein, okay, alles klar. Dann mach komm. Sag tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Adieu. Leb wohl. Bis bald. Wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Küss ihn bitte, Alter. Das macht mich richtig nervös. Jetzt küss ihn doch endlich. Tschüss. Digga. Nur weil ich jetzt hier in Köln bin, heißt es nicht, dass ich alles mitmachen muss, Alter. Okay.